Häschen Alarm auf der Playboy Mansion und Janine Habeck mittendrin. Gestern wurde auf dem Anwesen von Hugh Hefner das Playmate des Jahres verkündet. Dass Janine gegen die 23-jährige Sarah den Kürzeren gezogen hat, findet sie nicht schlimm. Sie ist gerade viel zu sehr mit ihrer ersten Filmrolle beschäftigt. Eine nette Deutsche in der Neuverfilmung von American Pie. Ich glaube, also es könnte natürlich ein Durchbruch werden, aber ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ich denke mal, ich muss einfach noch mehr daran arbeiten und ich möchte natürlich irgendwann meine Hauptrolle haben. Das wäre dann der Durchbruch. Und natürlich danach den Oscar zu gewinnen. Janine hat mit ihrer Filmrolle den ersten Schritt dahin geschafft, wofür etwa 99% aller schönen Mädchen nach Hollywood kommen, ein echter Star zu werden. Auf der Playboy-Mansion wimmelt es geradezu von ehrgeizigen jungen Damen. Riecht doch irgendwie nach Zickenkrieg, oder? Das ist toll, sie ist auf der großen Leinwand zu sehen. Das ist super, ich freue mich für sie. Ich will, dass meine Freunde was erreichen und tun, worauf sie Lust haben. Ich freue mich für Janine. Oh, wie aufregend. Sie sollte lieber einen reichen Mann heiraten, dann gehört ihr die Filmfirma. Das hat mehr Zukunft. Also im Großen und Ganzen herrscht zu Hause Frieden. Nur am Set hat Janine noch etwas zu kämpfen. Gerade ist sie von einer Woche Dreharbeiten aus New Orleans zurückgekehrt. Und den Sprung von Körpersprache zu Sprechrolle hat sie sich leichter vorgestellt. Es hat super viel Spaß gemacht auch, aber die ersten Male hatte ich ein paar Patzer drin. Ich habe mich immer wieder vorgestellt mit meinem richtigen Namen. Hallo, ich bin Janine. Aber dabei musste ich mich ja eigentlich vorstellen mit Clarissa, weil ich ja Clarissa heiße im Film. Es war ab und zu nicht so lustig, wahrscheinlich für den Director, aber es war okay. Die ehemalige Schuhverkäuferin ist ja auch noch ein Frischling in der Branche. Nur der Status als Playmate hilft ihr nicht gerade weiter. Oft ist es ein Nachteil, weil die Leute einen nicht ernst nehmen als Schauspielerin. Aber Janine nimmt ja Schauspielunterricht. Sie arbeitet hart. Sie tut etwas, um diese Rollen zu kriegen. Und sie hat eine richtige Rolle. Oft bekommen Playmates ja nur kleine oben ohne Rollen. Aber Janine hat eine wichtige Rolle in dem Film. Das ist unglaublich. Und selbst wenn es bis zum richtigen Durchbruch noch dauert, einen kleinen Einblick in das Leben der Stars hat Janine schon jetzt. Am Anfang war es sehr, sehr spannend, die Promis zu treffen. Aber man lebt hier in Hollywood, es gehört einfach dazu, wenn man zum Beispiel essen geht, dass Victoria Beckham jetzt nebenan am Tisch sitzt oder zum Beispiel Nicole Richie beim Einkaufen trifft, die übrigens sehr, sehr süß ist, Nicole Richie. Und die richtige Einstellung für eine Filmkarriere hat Janine auch. Bei diesen ganzen Partys werde ich natürlich sehr oft nach meiner Telefonnummer gefragt, aber da muss ich leider die Männer momentan enttäuschen. Ich bin zwar Single, aber trotzdem so fokussiert auf meinen Job, dass ich gar keine Zeit habe für einen Freund. Fleiß ist eben eine typisch deutsche Tugend. Auf dem Weg vom Hollywood-Häschen zum Hollywood-Star sicher von Vorteil.